Da seid ihr! Grüße, Pfeil des Königs! Ich habe gehört, dass ihr hier seid und für Ärger sorgt. Zum Glück wart ihr einfacher zu finden als gedacht. Wer hat gesagt, dass ich für Ärger sorge? Also gut, nun habt ihr mich gefunden, was stimmt nicht? Jorun, der Skaldenkönig, hat den Großteil der Armee nach Trollhättar geführt. Aber es gibt einen Haken. Die Würmer haben sich eingegraben. Wir werden sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen, keine Sorge. Aber das wird dauern. Jorun hat mich geschickt, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Anscheinend seid ihr sehr wichtig. Na, da schau an. Sind wir etwa neidisch? Seid unbesorgt. Ich halte mich nicht für wichtiger als ihr. Nun, der Kult hofft darauf, die Bruchstücke von Wutrath sammeln zu können. Sie haben es sogar geschafft, hier eines zu finden. Darauf müssen sie es abgesehen haben. Uns bei Trollhättar aufzuhalten. Die Bruchstücke zu sammeln und so an Macht zu gewinnen. Wir brauchen diese Bruchstücke. Jorun hat die Lage bei Trollhättar gut im Griff. Findet so viele Bruchstücke, wie ihr nur könnt, während ihr euch auf den Weg zum Berg macht. Ja, das sagt der König Jorun auch schon. Ich werde tun, was ich kann. Hauptmann Kriegshammer hat euch also gefunden. Gut? Gut, ja. Also, ich bin jetzt bereit, dem Wurmkult endlich ein Ende zu machen. Genug davon. Mir geht es genauso, meine Freundin. Und es ist gut, dass ihr bei uns seid, denn es gibt viel zu tun. Die Würmer haben sich in Trollhättar versteckt, aber hört auf meine Worte. Heute stirbt Manimarkos Brot. Was für eine Ansammlung von Paktkriegern. Die Zeit ist reif, um dies zu beenden. Wir arbeiten daran. Nun sagt, wie kann ich helfen? Die Magier des Wurmkults bewachen den Durchgang nach Trollhättar. Ein Großangriff wäre Selbstmord, aber eine kleine Streitmacht könnte durchbrechen. Insbesondere mit euch an ihrer Spitze. Ein kleiner Trupp soll es sein. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Macht die Verteidigung der Würmer unschädlich. Tötet sie, wenn ihr müsst, aber lasst noch welche für uns übrig. Während ihr die Schutzzauber eine nach dem anderen aufhebt, sichern wir die Höhlen hinter euch. Für Iskramor! Für den Ruhm! Für Iskramor! Ich erledige das. Ihr müsst den Weg freimachen. Es ist nötig, Sinmor zu erreichen, bevor es zu spät ist. Also, wenn ich diesen Sturm anführen soll, dann gebt mir auch jemanden zum Anführen. Ihr habt das Herz von Iskramor, meine Freundin. Ja, zwei Klingen sind gefährlicher als eine allein. Sprecht mit Holgun, schreitet in Asche und Valdam Andoren. Wählt einen Gefährten und reißt die Würmer in Stücke. Die Bastarde sind jetzt auf der Flucht. Habt ihr die Bruchstücke von Wutrath? Ohne sie ist Sinmur äußerst schwierig zu besiegen. Wenn ihr die Bruchstücke nicht habt, solltet ihr Freunde zu Hilfe holen. Ihr könnt mir Hilfe anbieten? Wenn ihr wünscht, kann ich euch eine Heilerin anbieten, die euch begleitet. Lasst mich darüber nachdenken, ja? Braucht nicht zu lange. Die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Mögen die Wasser euch beschützen. Ihr werdet erfolgreich sein. Denkt daran. Ihr müsst nicht gegen alle Feinde kämpfen. Vermeidet Kämpfe durch Verstohlenheit und Schlauheit. Spart euch eure Kräfte für Sinmur, den wahren Feind, auf. Jorun glaubt, dass ich einen Kameraden brauche. Ich übrigens auch. Die Wasser fließen tief und schnell in Trollhättar. Selbst Champions können davon fortgerissen werden, wenn sie allein sind. Ich habe euch einen Feuermagier anzubieten, der euch bei eurer Aufgabe begleiten könnte. Vielen Dank. Ich nehme euer Angebot gerne an. Ihr seid weise. Der Feuermagier, den ich ausgewählt habe, wird euch nicht enttäuschen.
Boden! Hilfe, bitte. Andere haben gezweifelt, aber ich wusste, dass ihr es schafft. Es ist schön, euch gesund und munter zu sehen, Vigrot. Hervorragend. Ihr habt den Pass für uns freigemacht. Ich lasse sofort meine Truppen vorrücken. Vor uns liegt die letzte Hürde. Seid ihr bereit? Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ich bin schon lange bereit. Was kommt denn jetzt als nächstes, Vigrot? Wir müssen uns durch die letzten Wurmkultisten kämpfen, die noch vor uns liegen. Dann stellen wir uns Sinmur und Talik. Diese Verschmelzung ist ein Gegner, der Iskramors würdig wäre. Doch es obliegt uns, sie beide zu bezwingen. Gibt es denn eine Strategie? Ich meine, wie können wir sie dann besiegen? Wir müssen sie voneinander trennen. Wenn Sinmur großen Schaden erleidet, wird das die Geister auseinanderreißen. Dann sind beide verwundbar. Für diese Aufgabe sind entweder die Bruchstücke von Wutrat oder mächtige Gefährten nötig. Nun denn, ich bin bereit. Jorun, der Skaldenkönig, und seine Wachen sind bereits in den Ruinen. Ihr braucht entweder die Bruchstücke oder Mitstreiter, um dort drinnen zu überleben. Wisst ihr denn, wo ich noch Bruchstücke finden kann? Unsere beste Hoffnung ist jemand, der gesehen hat, wo ein Bruchstück gelandet ist. Nördlich von hier ist das Flüchtlingslager vom verlorenen Ausblick. Ich würde dort anfangen. Was könnt ihr mir sonst noch über die Bruchstücke von Wutrat sagen? Vor langer Zeit setzte Iskramor Wutrat ein, um Sinmur zu erschlagen. Diese Tat verlieh der Axt große Macht gegen den Riesen. Selbst Wutrats Bruchstücke können ihm beträchtlich schaden. Wie? Valdam Andoren hat eine Methode entwickelt, um die Kraft in jedem Bruchstück zu zügeln und sie gegen Sinmur zu wenden. Er wird die Bruchstücke, die ihr gesammelt habt, in die Runenschalen legen. Aktiviert diese Feuerschalen, um die Macht der Bruchstücke gegen Sinmur zu entfesseln. Könnten wir auch ohne Wutrats Bruchstücke Sinmur besiegen? Vielleicht, aber nicht allein. Wenn ihr vorhabt, ohne Bruchstücke gegen ihn zu kämpfen, dann sucht andere mächtige Krieger wie ihr selbst. Ihr habt wenig Aussicht, einen Riesen allein zu besiegen. Denkt daran, Iskramor kämpfte an der Seite von 500 Gefährten. Wir müssen Sinmur und den Wurmkult ein für alle Mal besiegen. Seid ihr bereit? Ja, bin ich. Was muss getan werden? Wir müssen weiter vorstoßen, sonst ist alles verloren. Folgt mir. Bleibt bei mir, Freunde. Wir stellen uns gemeinsam dem Kult. Ihr steht dem Skaldenkönig gegenüber. Würmer, kommt und sterbt durch meine Klinge!
Von den Seiten! Flankieren! Jetzt! Tretet vor, Sinmur! Freunde, aktiviert die Bruchstücke von Wutrat, während ich die Bestie ablenke! Wir werden euch vernichten! Vorwärts! Bei Shores Knochen! Das Monstrum ist tot! Gut gemacht, Freunde! Gut gemacht! Bei Kühnes Atem. Kann das sein? Die 500 Gefährten! Sinmur ist tot! Ihr habt heute einen großen Sieg errungen! Ich hatte Hilfe, mein Lehnsherr. Eure Champions, wir kennen uns. Vor euch liegt ein steiniger Weg. Aber jetzt feiert erst einmal euren Sieg. Ich danke euch, Iskramor. Gefährten, ein dreifach hoch auf den Skaldenkönig und seine tapferen Champions, die Wurmzerquetscher und Riesentöter. Nochmal! Noch einmal! Für den Pakt und den Norden! Gefährten, wir reiten nach Sovngarde! Gut gemacht, meine Freundin. Möge Sinmur nie mehr auferstehen und uns heimsuchen. König Jurun, ist Sinmur jetzt endlich ein für alle Mal tot? Ja. Sinmur und der Wurmkult wurden zermalmt. Aber Iskramors Warnung macht mir Sorgen. Was könnte er meinen? Findet Vigrod Gespenster tot. Er sollte draußen sein. Das muss ich überdenken. Was ist dort drin passiert? Geht es Jorun gut? Ja, es geht ihm gut. Er ist unverletzt. Sinmur ist tot, Vigrod. Wir haben ihn besiegt. Um ehrlich zu sein, befürchtete ich, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Rift steht endlich wieder unter Kontrolle des Pakts. Ich hoffe, der Wurmkult wurde zerschlagen. Aber ich fürchte, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Da ist noch mehr? Dann glaubt ihr also, dass die Würmer nur Bauern in diesem ganzen Spiel waren? Ja. Wie Iskramor sagte, sitzen ihre Herren in Kalthafen. Uns bleibt nur eine Invasion. Ich muss nach Gramfeste zurückkehren, meine Freundin. Ich hoffe, euch dort zu sehen.